Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder ein Unboxing. Es sind ein paar Märklin-Loks aus der Reparatur zurückgekommen, die wir hier so noch nicht vorgestellt haben. Mal gucken, welche das sind. Die waren auf jeden Fall noch in keiner Präsentation dabei. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt. So, schauen wir mal. Ja, hier eine Menge Papierkram. So, schauen wir mal, wo die Schätze sind. Weiter unten sieht es aus, wie der Wolf. So. Einmal das Teil. Einmal das Teil. Einmal das Teil. So, seht ihr vielleicht schon was? Tun wir den Karton schon mal zur Seite. So, dann fangen wir vielleicht mal den Dampfloks an. Zurückgekommen ist eine Pacific, die 3939010, die wir auch in den nächsten Wochen auch mit einem Zug mal präsentieren werden. Soviel ich weiß, haben wir bis jetzt noch keine Pacifics in unseren Filmen drin gehabt. Dann zeigen wir die euch mal kurz. So. Wie gesagt, die sind jetzt repariert worden. Die waren kaputt, sind abgestellt worden eine Zeit lang. Jetzt haben wir wieder mal Zeit gehabt, mal einen Reparaturauftrag mal wieder zu geben und einige Loks einzuschicken. Und jetzt kommen diese Zunnel so nach und nach rein. Und die allermeisten von denen habt ihr auch noch gar nicht gesehen. So, schauen wir mal. So. Ja, man sieht schon. Sehr schönes Teil mit der Nummer 01147. Die Lok hat die kleinen Windleitbleche, das sind die Witte Windleitbleche. Und ganz typisch für die Pacifics eben Vorlaufachse, zwei Stück meistens, drei große Treibachsen und eine Hinterlaufachse und eben ein Tender mit vier Achsen. Wir haben euch im Laufe der nächsten Wochen auch mit einem Zug präsentieren und mit den Funktionen, auch wenn das Modell ja schon etwas älter ist. Genau. Rauchsatz ist eingebaut. So, das ist die eine Pacific. Die stellen wir schon mal da hinten hin. Das, ja, packen wir später wieder ein. Das wird jetzt zu lange. So, einmal das. So. So, dann kommt die andere Pacific, die ist etwas neuere. Zwei Schnellzugdampfloks. Ja, das waren früher die Renner auf deutschen Gleisen. Alles nicht so einfach, die Sachen hier auszupacken, weil die haben da an der Seite auch nochmal so ein Kunststoffteil. So, jetzt mal gucken. Ja, das wird so hochgeklappt. Jetzt wieder aufpassen. Ja, die hat diese Spannriemen,
Spanngurte. Oh, hier müssen wir auch aufpassen. So, die werden wir nochmal rausheben. So. Ja, die hat jetzt die großen Windleitbleche. Das sind die Wagner Windleitbleche. Also das müsste jetzt eigentlich eine ältere Maschine sein, weil die allerersten 01er haben die großen Windleitbleche gehabt. Da ist auch der Lokführer schon drin. Das ist die 01138. Ist ja auch sehr, sehr schöne Lokomotive. Ja, die Loks haben teilweise neuen Motor und neuen Sound gekriegt. Neuen Sounddecoder. Hier ist auch noch. Rauchsatz haben sie drin gelassen, das ist schon mal gut. Der wird dann hoffentlich auch noch funktionieren. Sehr schöne Lokomotive. Genau. Das macht Freude, euch dann demnächst einen passenden Zug damit zu präsentieren. So. Ah ja, noch die Artikelnummer, habe ich ganz vergessen zu sagen, von der zweiten Dampflok. Es ist die 39008. Das war diese Artikelnummer, wenn es einer wissen möchte. Dann tun wir das auch zur Seite. So, und die letzte ist diesmal keine Dampflok, es ist eine Diesellok. Eine klassische 218. Und das ist die 218 37745. Genau, die hat auch neuen Decoder und Sound und Motor und alles gekriegt. Ja, ob das alles funktioniert, das werden wir dann nachher später feststellen. Auf jeden Fall werden wir auch diese schöne Lok euch präsentieren. Und sie ist im Orientrot-Design. Kann man schon sehen. Ich zeige sie euch gleich noch besser beim Auspacken. Die wird etwas einfacher sein beim Auspacken. So. Auch eine sehr schöne Lok. Wie gesagt, die haben sie geölt oder was? Im Orientrot sind sie ja eh selten. Da musst du sie wirklich suchen als Modell. Auch eine sehr schöne Maschine. Und vor allen Dingen auch mit versetzten Dachhutzen. Also die hat jetzt auch einen neuen Sound gekriegt. Ich weiß nicht, ob sie damit auch neue oder mehr Soundfunktion bekommen hat. Ich glaube eher nicht. Das wäre natürlich noch eine willkommene Verbesserung der ganzen Sache. Aber ich wollte es ja nicht abgeben. Das orientrote Loks sind eher selten. Guck mal, das ist die 218-109-7. Sehr schönes Teil. Ja, also die kann man auch sehr gut im Regelbetrieb sehr gut verwenden, auch in Doppeltraktion mit Verkehrsrouten-Loks oder mit beige ozeanblauen 218er. Ja, macht Laune. Von Rocco gibt es auch bald eine Orientrote 218. Auch die haben wir schon vorbestellt. Auf die freue ich mich auch schon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden euch demnächst diese Lokomotiven auch im Betrieb und in den Funktionen vorstellen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen ersten Advent für morgen. Like und Abo nicht vergessen und bis demnächst und ciao.